So, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem nächsten Ründchen Minecraft. Das ist praktisch die Folge, die noch erscheint, bevor der Stream auf YouTube erscheint. Also morgen früh kommt ja dann auch der Stream eben von Mittwoch hier auf dem Kanal. Ja, ihr seht jetzt so Teile vom Stream vielleicht auch schon jetzt, weil, ja, komische Zeitverschiebung, ne? Andere Zeitzone, ganz klar. Ich habe jedenfalls vom Stream, ich kann es ja trotzdem schon zeigen, ist ja egal. Ich habe mal wieder gelevelt, ich habe unsere Spitzhacke wieder repariert. Wir haben im Stream hier eine kleine Netherwarzenfarm angebaut, denn wir haben auch das Lager ausgebaut. Wir haben in unserem Lagerhaus inzwischen eine eigene Netherabteilung. Das hatte ich persönlich mir wirklich schon sehr lange gewünscht. Die haben wir hier hinten mit den verschiedensten Blöcken und den verschiedensten kleinen Items, die gegebenenfalls zu Blöcken werden. Und ja, wir müssten hier auch weiter ausbauen für Monster Drops. Weitere, wir bräuchten hier natürlich auch noch ein bisschen Platz für Nahrungsmittel und Pflanzen. Wir brauchen auch noch Platz für Holz, also wir haben schon noch einiges zu tun. Da ist viel Arbeit. Ja, das hatte ich gezeigt. Der ursprüngliche Plan für das neue, für den neuen Portalraum, den wollte ich im Stream so ein bisschen anfangen. Muss aber dazu sagen, irgendwo hatte ich dann einen tierischen Rechenfehler drin. Wir haben uns hier schon komplett hochgebaut, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Wir werden das jetzt komplett anders machen. Und der Raum wird auch ja, deutlich kleiner. Also wir sparen uns dann wirklich eine Menge Arbeit. Was ich heute gerne machen würde, ist diesen Raum, wie er am Ende grob da sein soll, den würde ich gerne schon mal ein bisschen abstecken. Die Breite bleibt gleich. Außer im vorderen Bereich, aber dazu kommen wir. Wobei, das könnten wir eigentlich wirklich gleich machen. Sonst kommen wir dann später dazu. Wir müssen von hier aus 8 Blöcke noch 2 Reihen. So, 2 weiter. Und das über 8 Blöcke. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Und ja, Diamanten nehme ich natürlich auch gleich mit. Zack, 4 Stück abgebaut, 7 bekommen. Da kann man sich nicht beschweren. Das ist schon relativ angenehm. So. Dasselbe müssen wir auf der anderen Seite auch machen. Oh, ich falle hier immer wieder rein. 1, 2, 3, 4. Oh, das ist natürlich jetzt bisschen blöd. Ich mache das hier gleich wenigstens doppelstöckig, denn wir werden später auch noch den Boden ausbessern müssen. Und dann ist das, glaube ich, besser, wenn wir da einfach abbauen können, ohne in die Lava zu fallen. So, nein. Die Hähnchenkeule wollte, oh, das war auch falsch. Die Hähnchenkeule wollte ich da natürlich jetzt nicht hinsetzen. Oh, das da unten war auch schon falsch. Mist. Genauso wie das hier. Wir machen das einfach mal so Ebene für Ebene. Das hier wäre die 2. Dann wäre hier die Nummer 3. Ich denke, wir kriegen das gleich hin. Das dürfte schon das ganze Problem gewesen sein. 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle lieber nochmal nach. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo. Ich verzähle mich ja ganz gerne mal. So, das hier wird nämlich dann der Weg nach oben. Wir müssen nämlich auf eine gewisse Höhe kommen. Und ich kann hier leider nicht mehr nach unten bauen. Wir sind ja praktisch schon an der Grenze.
So, da gehe ich auch einmal nach da drüben durch. Oh, und wieder Diamant. Das gefällt mir doch schon ganz gut. So. Ja, hier haben wir zumindest schon mal die Mitte. Mit ihren hässlichen Treppen, die hier nicht mehr hinkommen. Und jetzt noch die andere Hälfte. Dann haben wir das. Also das erste, wir müssen hier noch sehr viel abbauen. Nicht, dass ich da jetzt den falschen Eindruck vermittelt habe, dass wir uns hier lässig machen. Nee, sowas gibt's hier nicht. Das geht heute so richtig ab. Also nicht heute. Wie gesagt, heute bloß die oberste... Ach Mist. Diese oberste Etage mal, dass wir so einen Grundriss haben, wo wir dann einfach nur noch nach unten bauen müssen. Und das Treppenhaus würde ich da ganz gerne schon machen. Wobei wir natürlich aufpassen müssen. Wir haben immer noch nicht so viel Lagermöglichkeiten für Cobblestone. Das ist momentan echt noch schwer. So, ach warte, ich bin so doof. Ich nehme zumindest schon mal die anderen Diamanten mit, weil dann können wir die gleich mit aufräumen. Und wir könnten auch zweimal verzaubern. Vielleicht gönne ich uns jetzt auch einfach noch ein bisschen mehr Diamantwerkzeug. So, 8 Diamanten. Wow. Einfach mal verdoppelt. Das ist doch herzallerliebst. Ganz ehrlich, ich gönne uns jetzt einfach mal eine schöne Dia-Axt und eine schöne Dia-Schaufel, die wir dann auch jeweils einmal verzaubern. Und hoffen natürlich, dass dabei was möglichst Gutes bei rauskommt. So, eine Diamant-Axt. Warte, die gehört hier hin. Und eine Diamantschaufel. Gott, es ist der Wohlstand ausgebrochen. Wir brauchen, Moment, das haben wir hier noch ein bisschen. 6-mal Lapis. Und gegebenenfalls Bücher. Ja, ich habe jetzt auch den restlichen Lapis mitgenommen. Das war sehr klug. Ich dachte schon, ich hätte das wieder vergessen. Ich meine, genau so kennt man mich. Glück 2 hätte ich natürlich... Lieber auf dem Buch. Dein... Wirklich jetzt? Wer braucht denn Glück 2 auf einer Axt? Ja gut, dann kriegen wir hier wenigstens ordentlich Kies und Haltbarkeit 3. Das ist ganz gut. So, Haltbarkeit 3 auch. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, die ist mega, ne? Aber Glück 3 auf einer Axt? Wofür? Wofür? Bringt das vielleicht... Ne, bei dem Laub bringt das, glaube ich, auch nichts. Das ist ja... weird. Und Glück 2 auf der Schaufel, schade. Ich hätte das vielleicht... Na gut, das funktioniert leider mit dem Nitarit sowieso nicht. Das hätte ich anders machen müssen. Schade, dass das Glück 2 Angebot bei dem Buch nicht mit dabei wäre. Das hätte ich nämlich sehr, sehr gut für unsere Nitarit-Spitzhacke brauchen können. Weil man bekommt leider sehr selten Glückbücher. Meistens geht es dann wirklich Richtung Waffen und Rüstung. Dafür ist es echt praktisch, Bücher zu verzaubern. Aber das ist ja nicht das, was wir wollten. So, ich habe mich übrigens auch inzwischen gegen die Holzvariante entschieden. Es wird kein Holz, es wird Stein. Wir müssen ein bisschen düstere Atmosphäre in diesen Raum bekommen. Allein schon, ja, um zu sagen, hier geht's in die Hölle, in die Unterwelt. Es ist gefährlich. Und wenn wir dann endlich mal den Ender Dragon besiegt haben, dann kommt ja auch noch ein hübsches Endportal für jeden. Und auch da weiß ich schon, wie ich diesen Portalraum bauen möchte. Praktisch dann in die andere Richtung. Der wird zwar kleiner als das hier, aber wenn alles klappt, auch sehr, sehr schick. Gut, dann könnten wir... ja, ich mache das so rum.
Ich bräuchte Steintreppen. Das ist natürlich sehr schlau, dass ich jetzt den ganzen Kobbel weg habe. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich Kobbel nehme oder Steinziegel. Ich tendiere bei den Treppen tatsächlich ein bisschen zu den Steinziegeln, aber den Kobbel kann ich aufräumen. Der kommt momentan aus Sicherheitsgründen erstmal nicht in das Lager. Da versuchen wir gerade so ein bisschen abzubauen. Auch dafür brauchen wir dann später unsere Arbeitsräume. Deshalb wollte ich die heute gerne noch anfangen oder vielleicht sogar fertig machen. So, haben wir da zufällig Treppen? Nee, haben wir eh nicht. Gut, dann machen wir mal ein paar Stacks. Die werden wir früher oder später sowieso brauchen. Sag mal, das ist echt unhöflich, was du hier machst. Du kannst mich doch hier nicht einfach so unterbrechen, also. Wie gesagt, die werden wir später sowieso noch gelegentlich brauchen für andere Projekte, die noch kommen werden. Da können wir hier schon mal ein bisschen verschwenderisch sein. Wobei ich fast glaube, dass wir die auch ziemlich brauchen werden. Ich glaube nicht, dass da so viel übrig bleibt. So, das ist ab hier. Hier geht es dann nämlich erstmal nach oben. Wohlgemerkt in dieser Breite. Wir sind hier schon ein bisschen prunkvoller. Außen habe ich auch stark zugenommen. Da reicht so eine Zweierbreite bei der Treppe einfach nicht mehr. Gut, dann können wir uns hier jetzt erstmal etwas hochbauen. Wir haben trotzdem noch diese 40er Raumhöhe. Das heißt, wir müssten... Oh Gott, immer diese Mathematik. Wir sind unten auf 11. 40 brauchen wir dazu. Das heißt, es wäre 51. Wir müssten mit den Füßen auf 49... Ach, das war sehr, sehr, sehr schlau. Mit den Füßen müssten wir auf 49 sein. Sonst wären wir nämlich zwei Blöcke zu hoch. Wobei ich diese Treppe... Ach ja, warte. Nee. Fehler. Wir müssen ja erstmal hier 8 hoch und dann verspringen wir. Das ist jetzt die 3. Hallo, sag mal. Was ist denn da los? 4, 5, 6. Also noch 2 nach oben. Ich möchte hier ungern Fehler machen. Ich wäre sehr glücklich, wenn das auf Anhieb funktioniert. So, das wäre die letzte Stufe. Und dann geht's noch 4 nach hinten. Ich sollte mal eine Fackel machen. Ihr seht ja gar nichts mehr. Warum sagt ihr denn nichts? So, ein bisschen Eisen nehmen wir auch mit. Das ist natürlich schön. Und dann geht es von hier aus 4 nach hinten. Ich sagte 4, nicht 5. Einfach nur 4. Danke. Das können wir dann auch ganz einfach kontrollieren, indem wir in der Ecke einfach mal nach unten graben. Da müssten wir nämlich genau in der Ecke vom Boden, also was wir unten ausgehoben haben, sollten wir genau in der Ecke rauskommen. Ich mache hier auch mal gleich so eine Dreierhöhe, einfach, dass wir da ein bisschen bequemer laufen können. Muss ja nicht alles so eng sein. So, dann geht es hier nämlich auch nochmal 4 rein. Das ist praktisch so diese Wendeplattform. Wo wir von dieser Spur in diese reinkommen. Wie gesagt, alles so ein bisschen großzügiger gebaut. Es ist ja schließlich für die Ewigkeit. Da braucht man nicht so einen minimalistischen Portalraum. Das muss schon irgendwo episch sein. So. Dann haben wir hier wieder 8 Stufen. Auch das hebe ich diesmal gleich richtig aus.
Stufe für Stufe. Das wäre die 2. Und die Nummer 3, das wird wohl alles nicht so ganz reichen. Aber wir haben ja noch mehr. Okay, das war einer zu viel. Mist. Wobei, auf Dauer macht das ja nichts aus. Weg müssen sie früher oder später sowieso. So, das war jetzt die 5, oder? 1, 2, 3, 4. Okay, ich nehme alles zurück. 5. 5. 6. 7. 8. Achso, das hätte ich lassen können. Mist. Habe ich noch? Nee, habe ich auch nicht. Mist. Hätte ich jetzt noch ein bisschen Steinziegel dabei gehabt, hätte ich da den Boden gleich wieder machen können. Und auf der anderen Seite würde es dann nach diesen Vieren hier wieder runtergehen. Ups. Ups. Was ist denn los mit mir? Aber ich kann das ja... Ich muss ja denselben Fehler nicht auf die komplette Breite machen. Sonst kriege ich später bloß noch mehr Denkfehler. So, und jetzt geht's dann hier einfach wieder runter. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die spannendste Arbeit, aber sie wird sich am Ende, glaube ich, mit am meisten lohnen. Das ist so ein hübscher Hingucker am Ende. Das ist die ganze Arbeit hier wert. Das kann ich versichern. So, und dann, warte, jetzt muss ich kurz nachzählen, beziehungsweise nachdenken. Ich habe mir das nämlich sogar extra aufgezeichnet, dass ich diesmal keine Fehler mache. Jetzt müssen wir in diese Richtung nämlich auch nochmal 8 Treppen hinbekommen. Ebenfalls mit der 4er Breite. Das wird am Ende wirklich sehr geil aussehen, denke ich. Ich bin schon so gespannt. So, immer weiter. Damit ich auch mitziehen kann. 1, 2, 3, 4. Das war die Hälfte. Da kann man schon mal eine Fackel setzen. Klar, dass hier wieder eine Mine ist. Wie immer. Also. 5, 6, 7, 8. Und dann geht es hier sehr weit nach vorne. Aber so weit sind wir heute noch gar nicht. Also jedenfalls nicht im Moment. Wieder die 4. Und wir können kontrollieren, wir sollten... Achso, das hier war sogar eine... Zu viel. Oder? Nee. Von da aus... Gut, wir müssen an sich sogar noch höher. Das ist bloß die Ebene, auf der wir später laufen werden. Aber wir brauchen ja auch noch eine Decke. Da muss ich auch wieder kurz nachgucken. Wir müssten noch 10 Blöcke hoch.
Was? Moment, jetzt komme ich schon wieder völlig durcheinander. Ach doch, passt. Wir müssen aber nicht 10 Blöcke hoch, sondern 12. 12? Ich glaube ja. Dann sind wir auf... Nee, 14. Jetzt. Oh Gott, ich blamier mich hier. 14 Blöcke müssen wir hoch, dann sind wir auf der Ebene 49, wo wir hinwollen. Das hier ist nur die Ebene, von der aus wir laufen später. Um Gottes Willen, ich sollte vielleicht doch nochmal ein, zwei Tage eine Grundschule besuchen. Aber kann ja mal passieren. Manchmal ist einfach so ein bisschen der Wurm drin. Und wenn der Kopf nicht will, dann will er halt nicht. Ach, unser Inventar ist schon wieder voll. Klar, weil ich die Bücher nicht wieder weggelegt hatte. Auch eine sehr kluge Idee. Das machen wir mal. Dann bauen wir das Treppenhaus auf der anderen Seite runter. Wir könnten auch gleich ein bisschen normale Steinziegel mitnehmen, dass wir das Treppenhaus wirklich komplett fertig machen. Auch das wäre nicht verkehrt. So, die Bücher. Ach ja, klar, und die Diamanten wollte ich ja auch noch aufräumen. Wie nachlässig von mir. Mit diesen 19 Diamanten dürfte unsere Kiste jetzt ziemlich voll sein. Und ich glaube, das ist unser erster Stack. Sogar etwas mehr als ein Stack. Oh ja, das fühlt sich richtig gut an. So, Redstone kommt hier rein. Oh. Das Jolterz kommt da rein. Eisen. Die Dorfbewohner hatte ich übrigens auch gefüttert. Das dürfte demnächst wieder losgehen mit dem Eisen. Das war zum Haare rausreißen. Und das ist leider nicht mal gelogen. Sie hat ja schon mal funktioniert. Und dann sind auf mysteriöse Art Dorfbewohner verstorben. So, ich nehme mal... Ja, hier, komm. 3 Stacks dürften da ausreichen. Dann haue ich mir mal eine Hähnchenkeule in den Kopf. Auch das dürfte nicht schaden. Und ja, Kobbel können wir hier so ein bisschen was reinschmeißen. So viel eben geht. Und dann haben wir hier noch die Kiste für den Puffer, die aber auch nicht reichen wird. Wir werden in etwa, wenn man die Höhlen so ein bisschen mit reinrechnet, circa... Wo laufe ich denn hin? Circa 10 Doppeltruhen voll Material abtragen müssen. Das ist wirklich ein Wort.